Bonjour und ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars Prophecies. Und ich muss gestehen, es ist ein kleines Weilchen her seit unserer letzten Halloween-Aufnahmesitzung. Um genau zu sein, wenn wir mal unser Inventar gucken. Huch. Ja, sogar schon ein paar Jährchen her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hoppla. Und wir haben Geburtstagsgeschenke bekommen. Juhu, alles Gute zum zweiten Geburtstag. Dann lassen wir uns gleich mal überraschen. Eigentlich müsste ich davon ja ein Sondervideo machen. Ne? Hier Lootboxen öffnen, das ist hier gerade voll der Hit. Und wir bekommen eine Miniatur Feuerkobold. Also diese Drecksviecher, die hier uns öfters mal fast das Leben gekostet haben. Kosten. Und ein Geschenkpaket fürs dritte Jahr haben wir ein Miniaturschleim in Lilla. Also recht selten, habe ich aber glaube ich schon zweifach. Hm. Nicht so die beste Ausbeute. Ja, ich wollte eigentlich jetzt mit euch Galras Abscheulichkeit machen. Ich habe mich einfach mal dazu entschlossen, dass wir das jetzt auch angehen. Und habe natürlich dabei jetzt versäumt beim Vorbereiten, hier vorher einmal Sachen zu verkaufen. Hm. Ärgerlich. Überspringen wir die Zeit und nutze ich die Zeit, indem ich mal dezent auf meine neuen Fähigkeiten hinweise, die ich mir jetzt hier zugelegt habe. Langbogen kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Kröterschüsse behalten wir. Das kostet, dafür kriegt man nicht mal Geld für diese Tiere, ne? Zeichen von dem Tier. Ach du Schande, wofür war das denn noch? Na gut, dann... Ah, bleib mal. In den Müll, 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 in den Müll. Und zwar haben wir jetzt bereits das Element des Wassers, Schrägstrich, man könnte ja auch Eis dazu sagen, durch. Das hatten wir ja in Askalon. Über die Zittergipfel und noch eine Zeit lang hier in Kryta hatten wir jetzt das Element des der Erde, Schrägstrich des Steins, wenn man wieder eine harte Form davon nehmen möchte. Und nun habe ich mir überlegt, hallo Mox, dass wir mal ganz aggressiv spielen. Wo muss ich dafür überhaupt hin? Ah, Nebo-Terrasse. Ich glaube, da wäre es sogar sinnvoll, wenn ich von den Thermalquellen auslaufe, oder? Ja, ich glaube ja. Juhu, es soll mit einer Reise beginnen. Und zwar haben wir dieses Mal das Element des Feuers gewählt. Und zwei meiner Leute sind wieder raus. Cloud. Der Cloud immer hier. Und wir orientieren uns mal wieder ungefähr Pi mal Daumen zum Quadrat an der Aufreihung der vorangegangenen Elemente. Und zwar haben wir auf Position 1 statt eines Eisspeeres oder von schwebenden oder fliegenden Steindolchen jetzt ein einfaches Feuergeschoss. Wie gesagt, ihr könnt einmal Pause drücken, wenn ihr das genau durchlesen wollt. Das ist einfach nur, ja, wie ihr seht, kann man ohne Wartezeit sofort wieder wirken und damit halt permanent Schaden zufügen. Ist quasi ein etwas stärkerer automatischer Angriff, wenn man so möchte. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Wir müssen da hinten in unbekannte Gebiete. Tun wir das doch einfach mal. Die zweite Fähigkeit heißt Meteor, ist recht kostengünstig, hat aber eine relativ lange Aufladezeit. Das liegt daran, dass dieser Zauber beim Einschlag in einem kleinen Gebiet alle Gegner zu Boden wirft. Also ich wirke es einmal, es dauert noch eine Sekunde, dann sieht man, bumm, Einschlag und der Gegner macht Klumps und ist tot. Und ich habe keine Feuereinstimmung aktiv. Und auch keine Wiederherstellungsaura. Unser dritter Zauber im Repertoire ist Phönix.
Phönix ist ein relativ interessanter Zauber mal wieder. Alle Zauber sind hier, wie wir schon festgestellt haben, einzigartig und besonders. Und zwar ist es wie ein Feuergeschoss, das wir zum Gegner schleudern. Macht aber auch Schaden an Gegnern um uns herum. Das heißt, Nahkämpfer allein natürlich doppelten Schaden. Weil sie halt einmal diesen um uns herum Schaden erleiden. Und einmal den Schaden, der quasi beim Einschlag des Geschosses nochmal entsteht. Oh, wir haben von hinten angegriffen. Machen wir es ein hier. Zupackender Ghoul. Boom! Das war jetzt wenig spektakulär. Ah! Okay, das ist natürlich schön. Da muss ich mich ja selbst korrigieren. Phönix hat mittlerweile wieder ganz andere Eigenschaften. Auch schön. Vielen recht herzlichen Dank, ArenaNet. Halt. Zorm, Stefan, rennt bitte nicht zu weit. Bleib da. Zorm mit bleib da, meinte ich, bleib dahin und nicht bleib bei uns. Ja, also wenn ich das gerade richtig gelesen habe, das ist gerade zu viel. Werden wir geheilt, wenn wir das wirken und überzaubert sind, Alter. Wow, Alesia, also... Ich weiß auch gar nicht, wer macht mir denn hier so viel Schaden? Könnt ihr mal bitte mit aufhören? Also Schaden... Wenn ihr überzaubert seid, werden Verbündete im Explosionsradius um 60 Punkte geheilt. Ach, das ist also praktisch, wenn Som und Stefan da stehen. Deswegen haben die gerade so lange durchgehalten. Ach, scheiß Kleriker hier, ey. So, guck mal, die haben doch fast alle nichts. Das ist ja schön, dass ich mit der Fähigkeit jetzt auch heilen kann. Es schließt sich mir zwar jetzt nicht ganz wieso, außer vielleicht halt, ja, Phönix steigt aus der Asche. Dann haben wir den Feuersturm, den kennen wir auch noch aus unserem Tutorial, genauso wie auch das Feuergeschoss, ja. Na, in ein Gebiet beim Gegner halt, ist ein Flächenschaden und halt jede Sekunde wird da halt Schaden zu bedienen. Ich blende es nochmal kurz ein. 25 Punkte pro Schaden. Hoppla, jetzt habe ich Capture eingeschaltet. Sieht man das? Ich hoffe nicht. Dann haben wir noch Lava-Becken. Lava-Rhabarber-Becken. Lava-Rhabarber-Becken. Und zwar ist es quasi wie Feuersturm, nur gilt das um uns herum. Da, wo wir stehen. Aua, hör doch auf mit Erdbeben. Das finde ich sogar so ein bisschen nützlich. Ja, wenn die... wer beschwört denn hier jetzt Monster? Oder Untote? Ja, wenn Som und Stefan da kämpfen und ich den Gegner auch anvisiert habe, das... die ein bisschen zu heilen da. Wow. Also wenn ich gerade so gucke, Stefan hat gerade ganz gut Heilung bekommen. Kannst du mal bitte sterben? Also, nochmal tot sein, nachdem du wiederbelebt wurdest? Du musst natürlich überzaubert sein. Meteor macht übrigens Überzauberung. Normalerweise. Auch nicht mehr? Doch, da, 10 steht so. Nicht doch mal... Lava wecken halt wie Feuersturm um uns herum, der Schaden. Das heißt, wenn uns zu viele Nahkämpfer zu nahe kommen, brotzeln wir sie nieder. Ja, Feuereinstimmung. Muss ich, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Und Wiederherstellungsaura ist ja mittlerweile bei uns hier gang und gäbe. Da ist ein Mönch. Was machen wir? Hallo, bleib doch bitte an. Ich habe Phantomschmerzen zerbrellt. Das ist echt uncool. Ja, komm. Wieso ist schon so weit vorgelaufen bin, dann kann ich auch das hier machen. In der Regel ist es immer so schön bei diesen Flächeneffekten, dass die ja die Gegner ja irgendwann anfangen loszulaufen. Das heißt, noch wieder wertvolle Sekunden, wo sie einfach nichts tun. Verderbte Ohrhalskette. Verderbte Ohr-Amtstracht. Beherrschungsmagie 1. Und weil wir schon beim Thema
Diener beschwören sind, gibt es dafür auch eine Rune. Je mehr Diener man hat, desto mehr Rüstung bekommt man. Insgesamt 15. Ist auch nicht schlecht, wenn man als Nekromant doch mal ein bisschen weiter vorne steht. Warum ein Nekromant das tun sollte, weiß ich nicht so genau, aber es kommt tatsächlich vor. Fragen Sie einfach Herr Cloud, der kennt sich damit aus. So, wir haben ein neues Gebiet entdeckt, und zwar das verfluchte Land. Kennen wir noch nicht. Hexenmeister, Hexenmeister, Todesreiter. Ich glaube, ich will die Hexenmeister alle mal kurz tot sehen. Ach, ich bin doch gar nicht überzaubert. Guck mal, Nahkämpfer. Die schmeiß ich zu Boden und lass die hier in meinem Lava becken. Und dann heilen wir uns, weil wir auch in der Reichweite stehen. Hör doch auf zu beschwören. Das dürfen nur meine Leute, wenn sie es könnten. Aber Claude kann sowas nicht. Aber er ist trotzdem sehr hilfreich. Wir beschwören da jetzt immer noch. Hä? Hä? Bin ich jetzt doof? Ich sehe keinen mehr. Das Schöne am Meteor ist übrigens, wenn man jetzt so Feuersturm wirkt, bleiben die Gegner auch lange genug stehen, dass man noch Meteor wirken kann, um sie dann dort auch umzuschmeißen, dass der auch auf jeden Fall quasi die volle Dauer des Feuersturms abkriegen. Also das Gute an Phoenix und sowas ist hier auch halt, dass das Ding auch dann einschlägt, wenn der Gegner bereits tot ist. Ja, das heißt, der Heilung kommt trotzdem durch nicht so bei einigen Fähigkeiten, dass ich, oh, so wie jetzt auch, Gegner nicht da, Zauber wird abgebrochen. Alicia. Also jetzt 2 Jahre Zeit zu üben, zu üben, zu üben. Ebay, Ebay, Ebay. Nervt euch das auch, wenn man so auf die Karte guckt? Ich auch. Oder mich auch. Muss allerdings auch zugeben oder zu meiner Verteidigung sagen, dass ich diese Strecke nicht allzu oft laufe. Vielleicht einmal pro durchspielen, weil ich eben halt doch Galras Abscheulichkeit machen möchte. Nee, das war. Das hätte ich mehr da hinten machen sollen. Und Alicia ist tot. Es hat sich also nichts geändert. Und Alicia ist tot. Es hat sich also nichts geändert. Muss ich gerade mal überlegen. Wir müssen zu den Kessex-Gipfeln. Ich glaube, das ist denn da ab dem nächsten Portal. Ich überlege gerade. Ach ja, es gibt doch noch einen anderen, wo ich hier langlaufen sollte. Richtig. Jetzt weiß ich, warum ich öfters mal Galras Abscheulichkeit mache. Weil ich ja, glaube, schon einmal erwähnt hatte vor 2 Jahren oder so. Oder eine halbe Stunde. Jetzt, falls sich einer fragt, an dieser Aufnahme stehen, obwohl das seht ihr ja, wenn ich nachher Videos hochlade. Es ist jetzt Januar 2020. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge aufgenommen habe. 2017? Und Alicia ist tot. Ist das nicht schön? Nein, es ist nicht. Wir wollen nicht, dass unser Heiler stirbt. Aber was sollen wir tun? Wir können zwar mit Phoenix ein bisschen unterstützen, aber das war's auch schon. Das hilft unserer Alicia ja auch kaum. Jetzt hör mal auf, ständig da auf die Karte zu gucken. Lauf doch einfach mal so frei nach Intuition. Falls du das noch besitzt. Ich hätte gerne einen zweiten Heiler. Falls es da draußen irgendeinen Spieler gibt, der einen Heiler spielt, auf ungefähr auf unserem Levelniveau, so Level 12 bis 15, so kann er seine Bewerbung jetzt abschicken. Die Adresse schicken wir ihm per Post zu.
Ach, verdammter Kleriker da. Ihh, Gespenster. Geister, warum machst du jetzt Lava wenden? Du sollst Feuereinstellung machen. Eh, Chaosstopp. Eh, Chaosstopp. Ja. Und Angriff ist tot. Das ist ja so nichts geändert. Und weil Alicia tot ist. Da stirbt Stefan noch nicht. Ah, das ist ja schön an Stefan, ne? Der hat ja so. Einen guten Überlebensinstinkt, sag ich mal. Spaß und. Stefan und Tom. Viel noch. Das ist dumm. Das ist gerade ein bisschen sehr viel, Leute. Das ist gerade ein bisschen sehr, sehr viel. Das lockt doch nicht noch mehr Leute an. Ich weiß noch nicht, können wir uns vielleicht mal auf einen Gegner einigen? Ich bin hier der Einzige, der hier den Hexenmeister angreift. Also den Hexenmeister. Und die kämpft die ganze Zeit gegen wieder. Nein! Och, jetzt wird doch nicht geheilt von irgendwoher. Ach, von der verdammten Kleriker da hinten wieder. Hallo. Tu mir den Gefallen, stimmt. Danke. Ach, verdammter Kleriker. Ich kann gar nicht erkennen, ob das unser Feuerregen ist oder deren, aber es muss doch nicht deren sein, weil die haben ja keine Magier. Ich wüsste nicht, dass wir jetzt schon mal einen gesehen haben. Ich muss sogar überlegen, welche untote Magier ist. Ob ich überhaupt Feuermagie, nee, heute mehr Eismagie, ne? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe kein Siegel der Wiederbelebung mehr, ne? Jetzt haben wir schön gegen das Siegel der Erbeutung ausgetauscht, aber... mal offen, hier ständig irgendwelche Diener zu beschwören. Das ist echt asozial. Deswegen gehe ich jetzt mit dir in den Nahkampf. So, Wiederherstellungsaura, du musst das jetzt hier rumreißen. Nein, du machst keine Todesaura. Hörst du mal auf, einmal wegzurennen? Ja. Ja, also die nächste Gegnergruppe belebe ich nicht. Muss gerade mal gucken. Das müssen der oder der. Ja, ich kann einfach nur so lange kämpfen, bis ich tot umfalle. Aha. Und ich kann durchs Portal laufen. Ja, das kann ich machen, aber sind die Gegner alle wieder. Das ist ja auch doof. Das will ja auch keiner. Bringt ja nichts, wenn wir schon eh alle geschwächt sind. Nee, ich gehe in den Nahkampf. Ich gehe in den Nahkampf. Phoenix, heil mich! Oh. Haben wir einen? Ja, einen haben wir. Oh, wir hätten fast zwei, drei weggekriegt. Zeit bis zur Wiederbelebung. Ja, wir sind gerade ziemlich schwach. Gut, dass Galos Abscheulichkeit ja nur eine der schwierigsten Quests ist, die ich jetzt so kenne. Also jetzt nicht übermäßig schwer, schwer. Aber nicht leicht. Wie viele Tode haben wir jetzt eigentlich? Wie schreibt man hier? Wie schreibt man hier? Wie war der Befehl nochmal? Tote? Ich hab keine Ahnung. Keine Befehl nicht mehr. Müsste mal goggeln. Auf Guild Wars Wiki! Da findet ihr alle nützlichen Informationen über das Spiel Guild Wars 1. Für Guild Wars 2 heißt die Seite Guild Wars 2 Wiki. Aber wer spielt schon Guild Wars 2? Ich habe immer den Drang, auf die Leertaste zu drücken, um springen zu wollen. Das gibt's hier nicht. Auf jetzt überhaupt richtig? Ja. Bringen die von Guild Wars 2 jetzt einen neuen Teil raus? Noch eine Erweiterung? Warum? Warum? Liebe Leute da draußen, warum mögt ihr alle das Spiel?
Finde ich nicht gut sowas. Ich habe mir da einen Char gemacht. 9. Der ist jetzt, glaube ich, auf Level 50 irgendwas. Oh, Alessio ist tot. Yay. Und ich habe noch nicht eine einzige Story-Quest gemacht. Mein Char. Ich habe mir irgendwo im 50er Bereich hochgelevelt. Und nicht eine Story-Quest. Warum? Weil ich immer längere Pausen zwischendurch mache. Dann will ich jedes Mal rauskommen. Ich krieg meine Story-Quest. Also eine Mission. Und dann kommt erstmal eine ganz lange Zeit. Nächstes Mal müssen wir wieder questen muss und ein ganzes Gebiet halt erforschen muss. Und dann kommt wieder eine Quest. Man weiß schon gar nicht mehr so recht, worum es eigentlich geht. Jetzt haben wir nicht, ja, da kann man nachlesen. Ich wollte gar nicht über Gitus reden, sondern wir bei Gitus 2 machen. Entschuldigung. Darf ich mich gerade hinreißen? Das tut mir leid. Haben wir den Chrysler-Schlüssel? Ja. Haben wir den gekauft? Was wollt ihr denn hier? Nein. Nein. Bin ich jetzt die Heilerin dieser Gruppe? Ein grausiger Seestus für einen Nekromanten, den wir nicht haben. Ja, das wäre nochmal was, ne? Das soll ich mal irgendwie bis zu Let's Play Guild Wars 2 schaffen. Ha! Und wenn ich schon über 3 Jahre brauche, um dieses Let's Play hier zu schaffen, naieiei. Sag mal, bin ich jetzt gerade doof? Ah, nee, das ist... Böse! Lauerspube! Ich habe das Böse! Und es regnet brennend vom Himmel. Oder kommt als Meteor wieder. Wow, was ist hier los? Alessia ist tot, unsere Gruppe stirbt nicht mehr. Vielleicht sollen wir Alessia ab sofort ganz aus der Gruppe rauslassen. Das ist auch eine gute Taktik. Einfach den Heiler weglassen, einfach so viel Schaden in die Gruppe packen, dass die Gegner gar keine Chance haben, zu überleben und uns Schaden zuzufügen. Der schwarze Vorhang. Ich weiß, der Name ist ein bisschen sehr suspekt. Wir müssen mal gucken, wie der Name auf Englisch ist. Dass einfach nur grauenhaft lokalisiert wurde, übersetzt wurde, oder was ich so gedacht ist. Der schwarze Vorhang ist auch nicht unbedingt schlimm. Vielleicht so eine Anspielung auf der schwarze Tod und dann ist hier quasi die, ja, Nebel, ne? So ein, siehst ja, es ist ein Sumpfgebiet. Das ist alles Sumpfgebiet. Kryta ist ein riesiger Sumpf. Stumpfen Sumpf. Bam, 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 bam. Ach, das war ja. Ja, das war so. Was geht mit euch ab? Ich würde sagen, wir greifen erstmal den verdammten Kleriker da hinten an. Oh, guck mal, der verdammte Kleriker ist gar nicht alleine. Laberbecken und Alessia ist tot. Lang lebe Alessia. Hey, Alessia lebt wieder. Keiner weiß wieso. Und, oh Wunder, Leute sterben. Und Alessia ist... Oh, Alessia. Ah, die Rauchphantome macht auch viel zu viel Schaden. Rauchphantome, OP, macht viel zu viel Damage. Und da hinten ist die Brücke, wir können aber auch über Norden... Ich glaube, wir laufen über Norden. Ich weiß, wir laufen dann in die völlig entgegengesetzte Richtung, aber das hat einen Grund. Das hat einen tatsächlichen Grund. Er ist nicht unbedingt gleich ersichtlich. Und macht uns alle tot. Ich hab den Knochenteufel gespannt.
Ich finde das aber auch ein bisschen krass. Die sind Stufe 18, 16. Meine Leute sind 12. 12. Einmal mal 4 Stufen da unter. Was soll denn sowas? Auch so ein Ding, warum Galras ein sehr unangenehmer Zeitgenosse ist. Nee, noch ein Teufel, der ist mir egal, der stimmt nicht mit der Zeit. Guck mir unter den Rock. Wir haben zu viel Sterbemalus. Wir haben zu viel Sterbemalus. Die Knochenteufel sind natürlich so ein bisschen nervig. Aber da Dinners sterben wir mit der Zeit. Guck mal, da sind die Rauchentürme. Euch habe ich schon besucht. Lavabecken. Feuersturm. Und der Tod. Wow. Das ist übrigens so eine Art Fluch. Wenn man hier einmal erstmal gestorben ist und gibt, das stimmt noch immer. Ah. Wir sind übrigens jetzt wiederbelebt worden, obwohl noch Leute gelebt haben. Einfach aus dem Grund, die Leute, die noch gelebt haben, können nicht mehr wiederbeleben. Damit gilt die Gruppe automatisch als K.O. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, Moment. Die Gruppe war da vorhin auch tot. Und du nur noch am Leben und du hast auch nichts mehr zum Wiederbeleben. Ja, das stimmt. Aber ich bin ein Spieler. Ich darf weiter elendig hier. Ich muss ja quasi auch bestraft werden. Na? Muss also auch. Also das Spiel möchte, dass man auch selber den Sterbemalus kriegt. Wenn nur noch, also man selber quasi schon bestraft worden ist mit Sterbemalus und dann keiner mehr wiederbeleben kann. Guck mal, Alicia ist tot. Dann sagt das Spiel, okay, nach 10 Sekunden beleben wir euch wieder. Auch wenn auch Leute von dir leben, also Gefolgsleute noch von dir leben. Dass sie dann vielleicht eventuell keinen Sterbemalus mehr bekommen. Ich weiß übrigens gerade überhaupt nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Ich habe nämlich... Ne, hier ist doch Wasser, hier komme ich doch gar nicht weiter. Nee, du musst auch mal auf die Gerade gucken. Das war hier nicht, die war doch ein Weg. Ja, ich weiß, ich laufe wieder Richtung Bethle tun, aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich will, da muss ich doch nicht über Süden laufen. Blöd, 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 blöd. Gold. Natürlich nicht vollständig ausgezahlt. Und da kommt Gegner 37. Meine Jüde. Das Schlimme ist, ne, es wird ja auch nicht unbedingt weniger Sterbemalus. Wir werden ja wahrscheinlich häufiger sterben, als wir Gegner töten können, um den Sterbemalus wieder abzubauen. Claude, du, Orion, ich, alle, wir sind... Oh, das war eine gute Rettung von dir. Das war eine echt gute Reihe. Kann ich leider nicht. Meine Feuereinstimmung lädt sie noch auf. Warum bist du jetzt gestorben? Alter Schwäche. Langeweile. Verdammte Axt. Was Schlimmes ist, Claude ist auch so ein Selbstmord. So ein Selbstmordgefährdeter, ne? So ein Blutritual da. Verdammter Kleriker, wir wissen ja schon, er ist nicht allein. Die ganze Zeit meide ich das Sumpfwasser. Einfach weil ich ja weiß, dass man darin vergiftet wird, dass ich jetzt renne ich da voll rein. Hier, Stefan, die Heilung kommt natürlich wieder viel zu spät. Leute, können wir uns mal auf irgendeinen Gegner einigen? Müssen wir jetzt einfach mit den Grundlagen dieses Spiels hier durchgehen? Jetzt renn doch da nicht raus! Okay, der rennt wenigstens zu mir her, das ist auch in Ordnung. So, hier.
Chaos-Stürmen sind wieder sehr ätzend. Danke. Auch wenn es nur 19 Schaden macht, in Anführungszeichen nur bei unserer geringen Anzahl an Lebenspunkten. Minus 50. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Durchsterben zu einem Ort. Heieieiei. Papa, 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 papa. Ach, die Musik ist immer noch so schön wie eh und je. Und hier sind komische Fischernetze gespannt. Ich weiß gar nicht warum. Vor allen Dingen, weil sie über dem Wasser hängen und nicht in dem verseuchten Sumpfbrackwasser. Nee, ich meide dich jetzt. Du willst mich eh nur für den ganzen Elementarmagel lang. Ach, leck mich doch. Entschuldigung, dass ich jetzt ausfallen werde. Es tut mir sorry. Weil jetzt kämpft ihr da hinten wieder gegen den verdammten Kleriker. Habt ihr das gesehen? 94 Punkte Schaden. 94. Der Ziel geht und alle in seiner Nähe befindlichen gehen allein 50 Punkte Schattenschaden, sowie zusätzlich Roundabout 15 Schattenschaden für jede auf ihnen liegende Verzauberung. Also, ich habe zwei Verzauberungen. Heide Witzka. Wow. Wir haben minus 60% erreicht. Das ist übrigens auch das Maximum. Ja. Viel toter können wir nicht mehr sein. Viel toter können wir nun wirklich nicht mehr sein. Vielleicht soll ich zur Erklärung. Ich versuche eigentlich irgendwie, glaube ich, hier in diesem Bereich hier hinzukommen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist übrigens Portal. Ich weiß gar nicht, wo führt denn das Portal hin? Das ist das seltsam. Müssen wir ja nächstes Mal vom Beetleton mal aus loslaufen. Vielleicht sind die im Beetleton ja auch haben die ein höheres Level, ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, wir wären von Löwenstein losgelaufen, dann wären wir Level 10 gewesen, die Jungs. Und Alicia. Aber jetzt stehen da so viele, ey. Ich stand doch eben noch nicht. Genau, reite wieder davon. So. Jetzt fing ich aber auch jeden. Nee, Kettenblitz ist kacke. Ach, Karsturm ist genauso kacke. Meteor übrigens wirkt auch bis zum Ende durch. Bumm. Nein, Cloud, ich brauche kein Mana. Was ich brauche, ist weniger Prozente. Moment, mal sind Prozente auch was Gutes. Und der kleine Som kommt hinterher gelaufen. Wir haben nur noch minus 59. Juhu, das ist bestimmt viel, viel heavy. Verzauberung, Schindler. Heide Witzka. Das Gute, ich darf keine Verzauberung aufhören. Vor allem jetzt nicht mehr bei minus 60. Guck mal, zweimal bin ich schon tot. Mein Walter saß mächtiger Klinge. Ja, ich könnte die jetzt auch manuell wegrennen lassen, aber die haben sowieso minus 60. Also da ist das völlig Banane. Ach, guck mal, die. Dazu. Dazu sage ich jetzt nicht. Das sterben sie hier am wieder, wenn ich aber schreit. Ja, bei dem Zurücksetzen nach den Sekunden wird man nicht geheilt. Da kann es aber schon mal passieren, dass in den letzten beiden überlebenden Gruppenmitgliedern in allerletzten Sekunde nochmal abkranken. Aber wie man gerade gesehen hat, ne, der Todesreiter war tot, die Knochenteufel wurden damit neutral und haben sich dann halt gerade eben gegenseitig angegriffen. Schönes Gimmick übrigens, ne? Wenn der Meister stirbt, leben die Diener weiter und sie greifen einfach alles an.
Nein, ich kann es auch nicht wenden. Ich darf keine Verzauberung wirken, solange Todesreiter... Hallo! Hallo! Komm zurück! Danke! Solange die hier in der Nähe sind. Die machen zu viel Aua. Ja, Verzauberungsstellung. Ich bin fast wieder tot. Ja, schmeiß euch... Ich schleudere euch zu Boden! Bösen Schifte! Nimm's Geld. Geld ist nicht alles im Leben. Eigentlich ist das Leben Leben. Alles im Leben. Und weniger Prozente. So. Ich entsinne mich, dass ich über viele Brücken gehen musste. Genau, und diese Brücke war kaputt. Da war mir eigentlich ziemlich... ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Hier. Auf jeden Fall muss ich darüber. Wie steht fest? Wo laufen wir denn darüber? Ich glaube, da wird es länger. Dann gehen wir... Da längs. Ja, ich weiß, sie sind vergiftet. Oh, verdammter Kleriker. Sir Robert, ein Sammler. Ich würde gerade sagen, gerade mal, wer gerade stirbt. Alicia, Alicia. Ah, guck mal, Heilen Hauch ist übrigens eine Verzauberung. Ja. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Also auch an uns die Erinnerung, ne? Keine Verzauberung wirken. Was auch bedeutet, dass wir Orion nicht mitnehmen sollten, unbedingt. Weil er ja auch Wiederherstellungsaura und Feuereinstellung dabei hat. Oh, lese es. Und wir auch. Wir haben so die Kamana mehr, weil wir keine Feuereinstimmung besitzen und keine Wiederherstellungsaura. Macht's tot! Ja, macht den verdammten Kleriker tot! Sam, greift den Kleriker an! Und fall tot um. Nee, das ist nochmal geil. Sehr gut. Guck mal, wir haben so wenig Lebenspunkte, dass selbst ein Siegel der Heilung ist komplett heilt. Es ist übrigens was Schönes und was Gutes gleichzeitig, ne? Man hat zwar minus 60 Sterbemalus, aber kann weiter in diesem Gebiet rumlaufen. Man stirbt nur. Man stirbt sich quasi wirklich durch das Gebiet. Das ist nervig. Jetzt steht es, dieses Raufphantom im Weg. Und Leben einfach mal zum Zweidrittel weg. Toll. Yay. Mach mal Raufphantom. Ich gewinne! Mann, ich kann nicht jetzt mal versorgen, das ist ja kein... Kein Todesreiter, Todesreiter. Kein toter Reiter. Hier ist der goldene Reiter. Der tote goldene Reiter. Doch, ich glaube, da oben war das. Das ist noch zu weit entfernt eigentlich. Wir hätten Dunham mitnehmen sollen, dass er vielleicht so ein bisschen diese Verzauberungsstellung unterbrechen kann. Aber wir haben hier in diesem Gebiet doch relativ viele Zauberwirker. Da wäre Dunham vielleicht doch ein bisschen... Klo, warum bist du vergiftet? Wo bist du lang gelaufen? So nah am Brackwasser geschnüffelt oder was? Das schüttelt dich doch mit dem Kopf. Feuereinstimmung, Wiederherstellungsaura gewirkt und... Könnt ihr beide mal aufhören, permanent in dem Brackwasser baden zu wollen? Und das Problem ist natürlich, Alicia heilt, weil wir alle vergiftet sind, bleibt im Brackwasser stehen und Claude kommt mit seinem Blutritual, um Alicias mangelnde Energiehaushalt wieder aufzufüllen, weil wir alle nichts mehr haben. Und ich bin Elementarmagierin. Ich habe nur noch 30. Und das ist ja noch mehr, als die anderen haben. Also, wenn sie die anderen noch ihren normalen Wert haben, ist das immer noch mehr. Oder weniger als meine 30, aber. Trotzdem. Level abkriegen muss ich auch nicht. So, Sir Robert. War das Robert? Oder war das Roland? Sir Robert. Sir Robert.
kenne einen König Robert. Ich glaube, der ist nicht gemeint. Ich glaube, Sir Robert ist älter als König Robert. Ach, guck mal! Putzig! Eine Dornaloe! Aha! Wie süß! Den Wachturm kenne ich. Ach, komm mal! Noch eine Dornaloe! Kenne ich die nur aus dem Tutorial? Oh, sind noch eine Stufe 11. Da hat sogar eine Alicia eine Chance. So, mein gesamtes Team. Wow. So, Tempel der Zeitalter. Nein, das Ding ist nicht das Tempel der Zeitalter. Das ist ein scheiß verfickter Wachturm. So, Tempel der Zeitalter. Cool, auf jeden Fall schon Richtung. Ja, jetzt habe ich es zugegeben. Ich will zum Tempel der Zeitalter. Jetzt ist es raus. Geheimnis ist gelüftet. Ja, komm, nimm mit. Dann muss ich der allein. Okay. Aber den Turm kenne ich trotzdem, weil das ist, glaube ich, der Weg zu Galras Abscheukapitel. Da muss man irgendwie hier so rumlaufen oder so. Aber jetzt möchte ich erstmal zum Tempel der Zeitalter. Wenn ich mir das so recht überlege, klingt Tempel der Zeitalter so ein bisschen nach Dungeon, oder? Also wenn wir jetzt hier in World of Warcraft beispielsweise wären. Wollen wir mal überlegen, wo müssen wir denn da hin? Ah, da hinten müssen wir hin. Ja, guck mal. Wer steht denn da hinten? Lyris der Weise, noch ein Sammler. Tempel der Zeit, das ist nämlich ein richtig, wow, richtig cooler Ort. Aus mehrerlei Gründen. 18 weitere Leistungen müssen vollbracht werden, um die Gunst der Götter zu verdienen. Und gewisse Leute haben unsere Gruppe verlassen. Und wie wir plötzlich sehen, Gruppengröße 4 von 8. Und so, wir sind plötzlich Stufe 15. Vom? Wen haben wir verloren? Also dann können wir auf jeden Fall reinholen. Ich glaube, wir können ja alle reinholen. Wer haben wir noch verloren? Claude. Haben wir jetzt alle drin, außer Orion? Ne, Orion haben wir auch drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, guck mal, haben wir alle drin. Ha! Ist auch geil. Mann, ist hier wenig los. Und dabei ist das einer der... einer der Orte, die eigentlich am meisten gemacht werden. Aber was es mit dem Tempel des Altaltars auf sich hat, würde ich sagen, klären wir beim nächsten Mal. Ich glaube, ich lasse auch in einem Stück hier zusammen. Haben wir eine... Nach zwei Jahren mal eine richtig lange Folge, in der wir einfach nur 1000 Tode gestorben sind. Mann, ist das peinlich. Aber nächstes Mal können wir uns dann wirklich mal um Galras Abscheulichkeit kümmern, denn diesmal haben wir eine Gruppengröße von 8 und unsere Leute sind alle auf Stufe 15 hoch. Damit sind sie uns erstmal ebenbürtig und die Gegner nicht mehr so irgendwie 5 Stufen da höher als unsere oder 6 Stufen sogar, ne? 12 zu 18, meine Güte, Alter. Ha. Das ist schon was. Ja, und dann beim nächsten Mal erzähle ich euch dann, was es mit dem Tempel der Zeitalter auf sich hat. Und momentan finde ich, habe ich wieder ein bisschen Motivation jetzt zu spielen. Das heißt, vielleicht müssen wir diesmal nicht 2 Jahre warten, bis mal wieder was Neues kommt. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal zu Let's Play Guild Wars Prophecies.